Hier sind wir wieder in Hades und ich habe mich mal bis zur Hydra vorgebattelt. Wir sind gut ausgestattet und ich denke, wir sollten den Kampf hier überleben. Ziemlich stark geworden mittlerweile. Ich bin dem Chaos begegnet. Wir haben einige Andenken freigeschaltet und ja, es läuft. Also man sieht auch rechts, ich habe hier gute Boni. Unten habe ich noch jetzt den Glückszahn, noch zusätzlich zur Todesverachtung. Der Glückszahn lässt mich auch wieder auferstehen. Und zwar mit 50% LP. Und so wie es aussieht, habe ich jetzt damit 2 Leben. Was super, super praktisch ist. Und jo, jetzt gucken wir mal, ob auch mein Spurt, der hier nochmal zusätzlich Schaden macht, mir hier helfen kann. Gerade in der dritten Phase, die ist halt ziemlich heftig. Und ja, aber wir haben schon mal geschafft, deswegen geben wir uns die Action, sollten das packen. Dann kommt noch Elysion. Aktuell gibt es 4 Gebiete und 4 Bosse. Das heißt, 3 Gebiete haben wir schon gesehen, die Hälfte der Bosse haben wir schon gesehen. Und ja, sie sind gut dabei, Early Access 025 und das Spiel ist einfach nur Deluxe. Es ist ein Vorzeige-Roguelike-Titel. Und ich bin mal echt gespannt, was sie da noch alles reinpacken, wenn das Spiel mal fertig ist. Weil so viel Spaß habe ich schon lange nicht mehr bei einem Vollpreistitel gehabt in der Form. Und da macht Hades wirklich alles richtig. Das ist, ich komme vom Schweren gar nicht weg. Das ist ein zu gutes Spiel einfach. Ist ab jetzt so meine Messlatte für Roguelikes. Ja, meine Spezialität ist ziemlich kräftig, stärker als mein normaler Schuss. Zusätzlich noch doppelt so viele Geschosse. Stärker. Oh, Deluxe. So, jetzt geht Post ab. Also viel Movement. Erstmal einen wegkriegen. Jetzt, so, jetzt haben wir ein bisschen Luft. Ich weiß gar nicht, wie ich das erste Mal, ich sie geschafft hatte. Da habe ich, glaube ich, mit 5 HP, glaube ich, bin ich da durch. Durch die dritte Phase. Wo ich kein einziges Mal getroffen, weiß der Geier, wie ich das geschafft hatte. Da hatte ich irgendwie Überreflexe. Manchmal ist man aber auch in so einem extremen Flow, in dem einfach alles klappt. Die Betonung liegt auf manchmal. So, jetzt haben wir erstmal Todesverachtung verbraucht. Wir sehen unten links, der Glückszahn ist auch noch da. Und ich will mit dem Glückszahn in die nächste Ebene kommen, damit ich dann da nochmal die Chance habe drauf zu gehen, weil gerade in der neuen Ebene sind neue Gegner, das heißt neue Mechaniken, auf die man sich einstellen muss, neue Fallen. Bin ja zuletzt in Elysion dann an der Phalanx gestorben, an den Statuen, was echt böse war. Weil es so unnötig war einfach. So, gucken wir mal, ob das reicht. Schießt du mal, wir spammen jetzt einfach unsere Spezialität. Zack. Da explodiert sie. Dank Todesverachtung. Zack. Wunderbar, jetzt ab nach Elysium. Ja, erstmal schön fett in die Lava treten. So, ich müsste jetzt eigentlich auch genug Renovierungskohle haben. Oh, 53. What are you, the three fates? Also mittlerweile lerne ich auch, zum einen, man schaltet natürlich jetzt auch mehr Götter frei, die einem helfen. Aber ich lerne es mittlerweile auch einfach, oder man lernt generell durch häufige Spielen und Freischalten dann halt auch so seine Kombos kennen oder Gaben, die einem da einfach auch helfen können oder Vorteile geben können, wenn man halt
drauf achtet halt auch. Also ich gehe dann schon oftmals auch gezielt in die eine oder andere Richtung. Hier jetzt zum Beispiel eben Max LP Erhöhung. Ist jetzt gerade, fand ich am Anfang super wichtig, aber gerade auch wenn es gut läuft, wenn ich viel LP habe, lohnt sich das erst recht. Weil, ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin, dann hab echt nur noch, bin am Kriechen und hab da zu kämpfen mit den HP. Ja, ist die Wahrscheinlichkeit oftmals hoch, dass man da doch drauf geht, weil die Max-LP-Erhöhung führt nicht unbedingt jetzt dazu, dass dann auf 100% LP erhöht wird, also aufgefüllt wird. Und dann nehme ich dann doch lieber gerne Münzen mit Schlüssel, die ich dann wieder nutzen kann, wenn ich dann wieder nach Hause zurückkehre. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich lasse auch zwischendrin, wenn ich gerade nochmal Gebiete nochmal abmachen müssen, weil ich draufgegangen bin, ignoriere ich dann stellenweise die Truhen. Es sei denn, es ist wirklich etwas drin, wo ich sage, das brauche ich jetzt unbedingt. Und auch das ist so dann so... ja, es gibt so viele strategische Möglichkeiten, in dem Spiel vorwärts zu kommen oder halt eben nicht vorwärts zu kommen. Auch die Art und Weise, welche Waffen man wählt und dann welche Kombinationen oder welche Gaben man sich aussucht, macht schon viel aus. Plus dann halt eben auch die Andenken, die wir dann slotten können. Da habe ich halt eben zum Beispiel eben dieser Glückszahn ist halt eben so ein Andenken. Man kann jeweils ein Andenken slotten und das bietet halt diverse Vorteile. So, stellen wir wieder komplett her, beziehungsweise auf 39, das passt. Ich brauche jetzt noch die bei der nächsten möglichen Gabe, die mein Geschoss verbessert, brauche ich was. Weil ich ja immer noch Standardgeschoss habe. Oh, ein Bogenschütze. Genau, hier hatte ich zuletzt Artemis verärgert. Also wenn ich jetzt noch einen Wurf, den Flutschuss bekomme, das wäre super, dann bin ich zufrieden, dann ist er ziemlich mächtig. Das heißt, ich bräuchte Poseidon. Was ich auch interessant finde, ist, ich gucke jetzt ab zu bei Soraya einfach rein, wie ergeht es ihr so in Hades? Auch, was macht sie so? Ich finde das sehr, sehr interessant, also von der Denkweise. Also ich schaue nicht bei Sachen, bei denen ich nicht selber bin, sondern einfach so dieses, wie spielen andere so ein Spiel, in dem man so viele Möglichkeiten hat. So, kürzere Reichweite wollen wir nicht. Angriff gegen eine Ferne plus 300% Schaden zu hören. Thanks, Daedalus. Der E auf Entfernung aus. So, und jetzt muss ich auch mal aufpassen, ab und zu gibt es hier in den einzelnen Zonen Chaos-Portale. Dazu muss ich dann LP opfern, um durchgehen zu können. Hat sich aber bisher auch immer gelohnt, wobei uns das Chaos im Grunde genommen immer so einen Deal gibt und sagt, okay, jetzt zum Beispiel. Du hast jetzt für vier Scharmützel, also jeder Raum gilt als ein Scharmützel, kriegst du 300% mehr Schaden durch Fallen rein, danach aber dann muss ich 43% mehr Schaden für deinen normalen Angriff und sowas. Also immer so ein Quid pro Quo Aufgabe quasi, man muss sie nicht annehmen, aber ich habe es bisher immer gemacht, es hat sich auch gelohnt. Ich bin mit genau mit dem genannten, also mit dem 233% mehr Schaden durch Fallen, bin ich zur Megere gekommen. Das war ein bisschen heikel vom Timing her bei ihr,
weil es dort vier Fallen gibt und man kann im Eifer des Gefechts dann noch relativ schnell in so eine Falle treten. Aber es hat sich dann jetzt gelohnt. Also ich habe jetzt schon auch diesen Bonusschaden auf einen normalen Angriff. Das sieht man auch. Also wenn er trifft, treffen wir mal 170 Schaden. Das ist schon viel für einen normalen Angriff. Aber das merkt man auch. Also ich bin bei dem letzten Mal, als ich hier in Elysium war, da habe ich bei denen, keine Ahnung, ich glaube 60 Schaden oder so gemacht, vielleicht 70. Das ist 170. Irgendwo fleucht noch was. Ja. Ganz schön flink, die Kerle. So, also Ziel ist, ich will in die Lösung zumindest zum Boss kommen. Aber sieht gut aus. Jetzt noch den Glückszahn. Ich darf es halt bloß nicht nachlässig werden, das ist halt immer so die große Gefahr dann. Erstmal fett alle daneben gewandert. Nervig, sich mal hier hinten verschanzen. So, leckt jetzt oder nicht? So. Irgendwo Chaos. Weil die Frage ist, ob ich tatsächlich mir Chaos gebe. Eine Ladung von Todesverachtung zurück. 200. Should come in useful. Das ist auf jeden Fall noch besser als die Heilung. 100 Münzen. 100 Münzen! Machen wir. Wir haben viel LP, wir haben Todesverachtung. Geben uns. So, jetzt machen wir Action. Gegner auch. Das soll es gewesen sein, sage ich. Ja, das ist gelohnt. Bisschen HP verbraucht. Oh mein. Artemis. Nee. Nicht heute Artemis. Nee, die Münze sparen wir jetzt auf. Schauen, hat uns nichts zu sagen. Herzchen! Oder noch mehr Münzen? Wir nehmen noch mehr Münzen. Schön Deckung suchen. Ah, das ist so böse, dass sie sich wieder aufteilen. One's regenerating. Damn it, one's come back.
voll in den Schuss rein. Ja, wir lassen federn. Aber trotzdem wage ich noch zu behaupten, dass das noch gut läuft. Aber mehr konzentrieren jetzt. Kaufen wir mal nichts. Super. Na, die könnten lustig werden, wenn die auf zu mehreren kommen, dann gute Nacht. Oh, die können wir immer wieder benutzen, glaube ich. Musik ist auch so gut. Ah, Phalanxen. Beziehungsweise Spartaner. In der Phalanx. Den Hexen ist das echt böse. Die einen noch zuballern und dann um diesen Spreadshots. Bisschen zu früh. Ja, das war gut. Wir brauchen auf jeden Fall die Münzen. Also es war gut, dass wir die Münzen angesammelt haben. Ich brauche Heilung. Was ist das? Streitwagen? Ich will euch gar nicht wissen, was er macht. Man müsste aber testen, ich muss wissen, was er macht. Ja, na gut. Ich wollte gerade sagen, ja, einfach nur rumkusen, ja. Aber verfolgt uns halt eine Weile. Ich feiere das, dass man die Fallen nutzen kann, dass die Gegner davon getroffen werden. Ja, super gut getimt. God's grant me strength. I'll earn your favor yet. Ich habe gesagt, ich will eigentlich ja, Flutschuss. Flutschuss in der Verbindung, wenn das geht. Müsste rein theoretisch. Doppelt so viele Schüsse. Stärker. Oh, ein Zeus wird sauer werden. Naja, gut. Okay, das passt. Das wird jetzt heftig. Wenn ich hier rauskomme ohne Tod, dann bin ich glücklich.
Oh, und voll rein. Ist ja auch gar nichts, ich bin unter Dauerbeschuss. Da muss ich echt aufpassen, die Spezialität dadurch, dass er castet. Und ich kann es nicht richtig, ich kann es nicht wirklich canceln. Das ist halt echt gefährlich. Ein paar Mal habe ich jetzt auf die Glocken bekommen, deswegen. Was war das jetzt? Was hat mich jetzt getroffen? Gar keinen Fall jetzt meinen Glücksstern hier schon verschwenden. Hallo mit. Spawn noch mehr. Ich werde verrückt. Nein. Okay. Jetzt drehen sie komplett durch. Sieht nicht gut aus. Nein. I don't think so. So, jetzt schwuppdiwupps haben wir keine Leben mehr und nur 5 HP. 5 LP. Oh, wie mies. Ich hoffe, wir kommen zu Charon. Das ist aber auch so nachtragendes. Thunder time. Better. Und dass wir irgendwo was kaufen. Goldener Totenkopf und zwei irgendwas. Kein Laden. The magnificently ominous facade of the Great Elysian Stadium looms top. Cheers for the vote of confidence, old man. Arena auch noch. Ah, oh, jetzt sind wir, glaube ich, beim Boss. Und haben kein Leben mehr. Mi. Theseus. Not one more step toward the light of day, so long as I am here. Two against one. Asterios. It's hardly fair. Ah, well. Let's kill him and be done, King. Theseus, the Bull of Minos? You two are legends. I'd be honored if we had a sporting contest here. A naked attempt to sway me from my convictions. Defend yourself, you blackguard, and may the gods show you some mercy for. Genug davon. Okay, guck mal. You have no bearing and no grace or courage. Are you prepared? Das ist ein Scherz. Rennt aber jetzt nicht die ganze Zeit hinterher. Ich konzentriere mich jetzt erstmal nur auf den Minotaurus. Ach du Scheiße. Boah, zieht der viel Energie aus. Ist das mies.
Das ist echt, und das ist echt heftig. Was soll man da sagen? Böse, 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 böse. Aber gut, wir sind gut weitergekommen in Elysion. Okay. Und in der nächsten Episode geben wir uns, was wir uns hier zu sagen haben, gucken, was wir alles freischalten können. Da sollte jetzt einiges mit am Start sein, plus Andenken und Co. Und ja, ich bin gespannt. Das war Hades. Bis zum nächsten Mal.